Ich bin hier heute beim Stadtwerketag von Westenergie und werde gleich mal die Referentinnen und Referenten befragen, was es für eine zukunftsfähige Energieversorgung braucht. Schauen wir uns mal die Antworten an. Für eine zukunftsfähige Energieversorgung braucht es Gestalter, die die Komplexität aus Energiewende, Verkehrswende und Wärmewende, also aus allen Bereichen, verstehen und daraus Produkte ableiten können, mit denen wir diese Komplexität auch lösen können. Damit wir eine nachhaltige Energieversorgung sicherstellen können, brauchen wir ein vernetztes System, das in der Lage ist, den Strom erneuerbar bereitzustellen und gleichzeitig in der Lage ist, mit dem erzeugten Strom dann wiederum Wasserstoff bereitzustellen, damit das Gesamtsystem auch funktioniert und damit sicher wird, auch wenn die Sonne mal nicht scheint und der Wind mal nicht weht. Für eine zukunftssichere Energieversorgung brauchen wir Wasserstoff. Und das ist das Bindeglied für eine stabile, saubere und netzsichere Zukunft. Für eine verlässliche Energieversorgung brauchen wir drei Elemente. Zum einen muss es einen politisch verlässlichen Regulierungsrahmen geben und politischen Rückenwind. Zum zweiten muss es Renditen sein, die für Netzbetreiber wie Westnetz, auch für eine Westenergie auskömmlich sind. Und zum dritten muss es für Bürgerinnen und Bürger bezahlbar bleiben. Wir brauchen zwei Sachen. Erstens ein abgestimmtes Handeln aller Akteure, und das sind viele, Bund, Land, Kommunen, Energieversorger, Netzbetreiber und noch viele mehr. Es muss abgestimmt sein, wie es gehen soll. Und wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen. Das ist das Zweite. Da ist der Gesetzgeber gefragt, denn es stehen erheblichste Investitionen an. Und nur diejenigen werden investieren, die auf verlässliche Rahmenbedingungen blicken können. Für eine zukunftsfähige Energieversorgung braucht es zunächst einmal Partnerschaften. Partnerschaften zwischen Unternehmen wie der Westenergie, mit Stadtwerken, mit Kommunen, mit großen und kleinen Unternehmen in der Region und darüber hinaus. Wir brauchen leistungsfähige Energienetze. Stromnetze, die digital und steuerbar sind, und Gasnetze, die in Zukunft mit Wasserstoff befüllt werden können. Wir brauchen einen zügigen Ausbau der erneuerbaren Energien, um aus grünen Elektronen grüne Moleküle produzieren zu können. Und wir brauchen einen sicheren regulatorischen und finanziellen Rahmen. Unsere Industrie braucht eine verlässliche Energieversorgung mit Versorgungssicherheit zu jeder Sekunde und insbesondere zu wettbewerbsfähigen Preisen. Und dabei müssen wir Energieerzeugung, den Transport von Energie und die Anwendung immer gemeinsam denken. Wir wissen alle, dass die Energiewende eine technologische Herausforderung ist. Aber wir sollten nicht vergessen, die Energiewende wird durch Menschen gestaltet. Wir brauchen Nachwuchs, junge Talente, um den Weg mit uns zu gehen. Das ist auch der Grund, warum wir heute diesen Talentwettbewerb veranstaltet haben. Wir wollen wirklich auch Talente fördern, für uns gewinnen und auf dem Weg gemeinsam die Energiewelt gestalten. Wie ihr seht, gibt es nicht die eine Lösung für die Energieversorgung der Zukunft. Vielmehr braucht es die unterschiedlichen Gewerke, die unterschiedlichen Branchen und das Engagement von jedem Einzelnen.